Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, Gott. Ich mach gleich einen auf durch die Welt flüchten. Aber oh, ich fühle mich hier verfolgt. Ich wäre unter Paranoid. Ich werde hier von 1000 Alunias verfolgt. Ah. Ich dachte schon fast, sie hätten auf mich gehört. Das über Togus beim nächsten Arena wird auch nicht warten. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie nur zwei hat, von denen der höchste, glaube ich, Level 20 ist. Ich glaube, diesmal kommt was Äußeres auf mich zu. Luke hat es ja schon bewiesen. Bei dem war es auch größer. Das hört ja echt gar nicht mehr auf. So, mir reicht's. Ja. Genau sowas. Dass ein Schritt nach dem Kampf vorbei ist, beziehungsweise kriegt es, ist ein neuer Kampf beginnt. Darf in einem Spiel mit so einem Kampfsystem einfach nicht sein. Das ist abartig. Counterwarte wurde hier eindeutig viel zu hoch gestellt. Habe ich den Counterwarte eigentlich schon mal erklärt, warum? Weil ich das die ganze Zeit sage. Die errate, wie oft ein Zufallskampf brennt. So ist erklärt, so fertig. Mann, das hört ja gar nicht mehr auf. Ja, ja, du bist alle vor Ziele, ihr werdet ganz reich. Ja, 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 gib mir Geld und verschwindet. BC Chan. Ja, die sieht echt aus, als würde sich die Kralle sowas von selbst hauen. Wer stimmt mir dazu? Ich habe noch nie ein Bild gesehen von Chan, wo sie solche Hände hat. Oder Handschuhe oder was ist. Hände. Einfach Hände. Die mit einem riesigen Schwert. Oh, ich glaube, das in der Front ist sogar noch ein Stückchen größer. Halt nicht draußen, aber größer. Okay, so. Der Fossilkämpfer. Dum, 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 dum. Such mal ein Fossil, ich gebe dir keins. Du wirst mir eins geben. Nein, doch, nein, doch, nein. Nitori. Kappa. Der kleine Kappa. Dum, dum, dum. Level 20. Miguel Totti, was weiß ich. Halt Tokito. Ja, das war die, die etwas komisch aussah. Pinke Haare. Pinke Hörner. Keine. Keiner hat die Vase geworfen, niemand hat's gesehen. Ich bin also dass es effektiv ist. Ich habe mir noch keine Ahnung, wie effektiv war. Okay, nimm eins, egal welches.
kann mich gerade nicht so richtig entscheiden. Heißen sie wieder Helix und Udo, was weiß ich, oder haben die es geändert? Do you want Helix Fossil? Nein. Do you want Dome? Mann. Ammonita war das oder das andere Caputo? Caputo. Ich versuche mal Caputo. Oder? Ne, ich nehme Ammonitas. Ich glaube fast immer. Ne, ich bleibe alter Gewohnheit. Ich nehme Ammonitas. Magi. Magi? Da steht sogar der Name von ihr drauf. Wer ist Magi? Okay, das Fossil ist mein. Jetzt würde ich nur gerne wissen, welches sein Fossil war. Magi, Magi. Naja, auf jeden Fall keiner auf meinem Team. Gleich bin ich draußen in Freiheit. Weg von dieser katastrophal hohen Zufallskampfrate, um es mal so zu sagen. Gegengift. Kein Team Rocket? Gut, Chris und James haben Urlaub. Okay. Die gab es im normalen Pokémon nicht. Mega. Megaschlag. Und Mega. Oder Mega Kick. Könnte ich mir fast denken, sind die einzigen beiden Mega-Attacken. Allerdings sollte ich sie eventuell einem von meinen beibringen. Hat irgendwer eine Attacke, die er ruhig vergessen kann dafür? Storm. Los, nicht Storm. Storm kann noch eins über Thunderschock, dann passt das wieder. Ja, Remu kann ruhig was lernen und. Für sie ist auch zu spät, da zu lernen. Halt. Remo kann Intuition für vergessen, aber bringe ich hier den Schlag oder den Kick bei? Ich versuche mal mit dem Kick erstmal. Welcher Duo müsste es lernen? Mito kann es gar nicht lernen. Gut, dann gebe ich eben den Megaschlag. Den dürft ihr ja wohl lernen. Und au! Keiner kann was lernen davon. Gut, dann hau ich wieder ab. Eine minütige Verschwendung an zwei Typen, die mir die Attacke nicht sehen, weil ich sie in Toro beibringen wollen. Boah! Brüller. Ja, um es nochmal zu sagen, weil ich hier ja sowieso nicht reingehe, hier könnte man Remo als Anfangstore fahren. Ja, und damit wäre ich auch schon so weit, wie ich es bisher mal angespielt habe, und zwar Azuria City, Kaluan City, wie es heißt. Ansonsten habe ich meines Wissens hier nichts gemacht. So, ab jetzt spiele ich sozusagen blind. Kommt darauf an, wie sehr sich dieses Tohu noch der ganz alten, normalen, roten Edition ähnelt. Oder der gelben, das waren nicht die letzten beiden, die ich gespielt habe von denen, weil bei Rot und Blattgrün habe ich nie gezockt. Die anderen ja, aber die als einziges nicht. Habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Ah. Sakuya, gut. Okay, muss noch geheilt werden, oder habe ich schon? Ja, hab schon. So, und dann... ja, gut. Dann mache ich an der Stelle jetzt auch erstmal Pause.